Übung ist so ein Typ von Reverse Flies oder etwas ähnlich wie das. Und es geht um Schultermuskulatur. Man muss das ein bisschen verbessern und ich wollte 12 bis 15 Wiederholungen sagen, dann reicht's. Und dann vielleicht 3 oder 4 Sätze. Jetzt habe ich Kniebeuge gemacht und ja, auch hier muss man die Rücken aufpassen, so dass es gerade ist. Und ja, wenn man am meisten Effekt kriegt, dann muss man bis zu ungefähr 90 Grad runterkommen und die Beine sollen ungefähr so schulterbreit auf dem Boden stehen. Auch hier ist ja, von 4 bis 8 Wiederholungen und 3 Serien. Ich habe gerade Power Clean oder Umsetzen auf Deutsch gemacht. Wichtig ist, dass es dynamisch ausgeführt wird, einfach um wieder unsere handballspezifischen Körpergruppen gezielt anzusteuern. Sehr gut, auch wieder hintere Oberschenkel, aber strengt den ganzen Körper irgendwo an. Sehr wichtig für die Ganzkörperstabilität auch. Ich trainiere meistens mit 80 Kilo, mache dann 4 Sätze mit 4 bis 5 Wiederholungen. Dass man eben noch ein bisschen im schnellkräftigen Bereich bleibt. Ja, meine Übung ist Fahrradfahren. Ich mache das statt Auslaufen, ein bisschen Erholung nach dem Training so. Das Vorbild ist ein bisschen so, ich habe gesehen, viele Eishockeyspieler machen das nach dem Training. Und habe ich gedacht, ja, probiere mal aus und finde das gut. Nicht so viel Belastung für die Knie und Beine, sogar nur ein bisschen Muskulatur.